Als nächstes darf ich ein Mitglied der Uni Bern begrüßen, Professor Dr. Peter Messerli. Er ist Direktor des Center for Development and Environment, CDE, der Uni Bern. Er ist ein langjähriger Forscher und erfahrener universeller Mitarbeiter im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit in Südostasien. Und er ist sehr selbstständig. Super, dass du da, du weißt, wie das geht, als Dozent an der Uni. Er hat sich dem Thema Landgrabbing angenommen und hat dazu spannende Plattformen, spannende neue Anwendungen, wie Open Data eben wirklich einen Impact generieren kann. Dieses Mal nicht in der Schweiz, sondern eben quasi in einem Entwicklungsland. Was hat Open Data für eine Auswirkung? Da sind wir sehr gespannt. Vielen Dank, dass du da bist. Gut, vielen Dank. Können Sie mich hören? Ja, okay. Danke für die nette Einführung. Etwas, das du nicht gesagt hast, ist, dass ich kein Golfspieler bin. Aber ich bringe trotzdem ein Bild mit eines Golfplatzes. Ich hoffe, Sie können es von hinten auch sehen. Dieser Golfplatz ist in Melilla, in einer Enklave in Nordafrika. Und ich möchte nicht über Golf reden, sondern ich möchte eigentlich über das reden, was man im Hintergrund sieht, auf diesem Zaun, die Migranten, die versuchen, über diese Enklave nach Europa zu gelangen. Mit diesem Bild möchte ich sagen, dass globaler Wandel uns alle betrifft. Er ist unmittelbar vor unserer Türe. Es ist eine Verantwortung. Und wenn wir auf dieses Bild schauen, dann fühlen wir uns eigentlich auch ein bisschen wie Golfspieler, denn es geht uns etwas ganz direkt an, diese enorme Diskrepanz. Globaler Wandel ist erstaunlicherweise und erfreulicherweise auch in der Strategie der Universität Bern 2021 zu finden. Mit dem Zitat, Wissen ist der Schlüssel zur Lösung gesellschaftlicher Probleme und zur Bewältigung der globalen Herausforderung. Also Wissen als Schlüssel zur Bewältigung der globalen Herausforderung ist hier explizit aufgeführt. Und wir als Zentrum für nachhaltige Entwicklung nehmen diesen Auftrag entgegen von der Universität Bern. Und in diesem Zusammenhang möchte ich heute reden, ich möchte heute die Frage eigentlich aufwerfen, ist Open Data wirklich ein Katalysator für nachhaltige Entwicklung? Und im Gegensatz zum Programm, da gibt es einen kleinen Unterschied, ist ein Fragezeichen. Und ich glaube, dieses Fragezeichen ist wichtig. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung zum Titel, und Matthias Stürmer hat es gesagt, ich werde in meinem Vortrag ein bisschen über die Grenzen der Schweiz hinausschauen und damit vielleicht nicht direkt zum Thema beitragen der Regulierung der Gesetze in der Schweiz, aber ich glaube, es geht eben im ganzen Sinne dieses Bildes auch um die Schweiz, wenn wir ins Ausland schauen, über die territorialen Grenzen. Gut, und weil es heute so heiß ist, können wir es ganz kurz machen und ich komme direkt zu den Schlussfolgerungen. Open Data, Sie sehen es vielleicht ganz unten, ich habe es gelesen auf der Website, wird assoziiert mit drei Termen, Transparenz, Innovation, Effizienz. Und da müssen wir sagen, ja, das ist doch die Antwort auf unsere Frage, ob es ein Katalysator für nachhaltige Entwicklung ist. Aber ich würde einwenden, stimmt nicht ganz. Es reicht nicht ganz nur zu fragen, was sind das für Daten, die wir aufbereiten? Sind sie open oder sind sie nicht open? Denn vorher müssen wir zwei andere ganz, ganz wichtige Fragen stellen. Und die erste unterliegende Frage ist, wie bereiten wir Daten auf? Und meine Schlussfolgerung wird sein, drei Schlüsselwörter sind uns sehr wichtig. Availability, Accessibility und Adequacy. Also Verfügbarkeit, Zugang und auch adäquate Daten. Ich werde darauf zurückkommen. Aber noch wichtiger als die Wie-Frage der Daten ist eigentlich die Frage, die wir uns alle stellen müssen nach dem Weshalb. Weshalb bereiten wir Open Data auf? Und ich glaube, hier müssen wir auch Stellung beziehen und sagen, es ist für nachhaltige Entwicklung. Das sind meine Schlussfolgerungen. Und entsprechend, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, möchte ich doch jetzt noch einige Punkte illustrieren. Zuerst die Frage, weshalb. Ich möchte kurz auf nachhaltige Entwicklung eintreten. Dann aus unserer eigenen Erfahrung, wie Matthias das gesagt hat, von unseren Arbeiten berichten in Südostasien, die uns zu diesen
Lessons Learned geführt haben und dann am Schluss die Schlussfolgerung nochmal drehen. Gut, nachhaltige Entwicklung, im Moment ein großes Wort, es wird im Zusammenhang im 2015 mit der Post 2015, mit den Sustainable Development Goals intensiv diskutiert. Ich möchte danach nicht ins Detail gehen, aber eine Figur, die eigentlich diese Diskussion gut umreißt, ist diese hier, wo die Forschung gesagt hat, es gibt eigentlich 9 planetare Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen, wenn wir in einem sicheren Entwicklungsraum uns begeben wollen. Klimawandel ist bereits überschritten, Biodiversitätsloss auch, ebenso gewisse chemische Zyklen und so weiter. Aber das sind eigentlich die Grenzen, die wir messen können. Aber gleichzeitig gibt es einen Anspruch nach einem sozialen Fundament, unter dem keine menschenwürdige Entwicklung möglich ist. Und das ist der innere Kreis. Nachfrage nach Gesundheit, Gender Equality, Social Equity, Jobs, Food und so weiter. Das sind minimale Ansprüche an Entwicklung, die wir befriedigen müssen. Und es gibt so diese Donut, die eigentlich den Raum aufzeigt, der nicht nur ein sicherer Raum ist für die Menschen, um sich zu entwickeln, sondern gleichzeitig auch ein gerechter Raum sein soll. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber was hier wichtig ist und was uns diese Figur zeigt, es gibt Zielkonflikte. Zielkonflikte zwischen Ansprüchen innen und Grenzen außen. Es gibt Zielkonflikte zwischen verschiedenen Sektoren. Und es gibt Zielkonflikte zwischen dem globalen System und dem lokalen System natürlich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, was diese Figur zeigt, ist, es gibt einen direkten Bezug zwischen Unterentwicklung und Überentwicklung, den wir anschauen müssen. Und drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, nachhaltige Entwicklung ist in dem Sinn zu begreifen als dauernden Konflikt. Nachhaltigkeit ist nicht Harmonie, es ist ein Konflikt, an dem geht, das können wir nicht ändern. Die Frage also ist, wie gehen wir mit dem Konflikt um? Ein guter Umgang, eine gerechte Verteilung, Fairness, das sind die Attribute der Nachhaltigkeit. Und deshalb hier auch unser Verständnis, zielgerichtete und gerechte Entscheide sind nur möglich, wenn wir Zielkonflikte aushandeln. Und hier kommt die Frage des Wissens rein. Wir können nur wissensbasiert auch Zielkonflikte aushandeln und gerechte Entscheide fällen. Das ist unser Verständnis von Wissen. Und das ist die Frage, die wir als erstes stellen müssen, wenn es um Open Data geht. Zoomen wir jetzt kurz nach Südostasien rein. Unsere eigene Arbeit, Sie sehen 4 Bilder, die eigentlich die ganze Heterogenität zeigt zwischen sozialen, politischen Systemen, Strukturen, ökonomischen Strukturen, Landnutzung und Umwelt auf der anderen Seite, hier in Laos, hier in Thailand, intensive Landwirtschaft. Eine riesige Heterogenität, aber auch eine ganz, ganz rasche Dynamik der Veränderung. Und gerade ein Land wie Laos muss sich Fragen stellen, wohin geht die Reise? Und diese Fragen bleiben häufig unbeantwortet. Wir wissen nicht, was der Preis der Entwicklung ist in Bezug auf Umwelt, in Bezug auf soziale Gerechtigkeit und wer eigentlich die Gewinner und Verlierer sind. Und diese Daten sind häufig in den Händen von ganz wenigen Leuten. Es fehlt also an Transparenz. Und da setzt eigentlich unsere Arbeit in Laos an, dass wir dort Transparenz schaffen wollten. Erster Punkt war, wie können wir Entwicklung, Umwelt und Armut in Verbindung bringen. Hier rechts sehen Sie ein Landcover-Data-Set, also eine Landbeschaffenheit, die uns eigentlich etwas über Umwelt sagen sollte und über die Landnutzung. Aber nicht ganz einfach, weil auch wenn das Pixel sind in höchster Auflösung, braucht es eine Interpretation, um zu sagen, ist das ein Reisfeld oder ein Wald. Und auf der anderen Seite sehen wir eine Armutskarte der Regierung. Das sind Raten, die auf Provinzebene geschätzt wurden, ungefähr, aber natürlich ganz politisch noch bestimmt wurden. Und diese zwei Geometrien sind schlicht inkompatibel. Wir können also die Transparenz gar nicht schaffen, die wir wollen über diese Beziehung. Ich werde deshalb kurz berichten, was wir getan haben. Auf der linken Seite sehen Sie diese Armutskarte und da haben wir einen sozioökonomischen Atlas entwickelt, wo wir eigentlich auf Dorfebene Armutsdaten generiert haben aufgrund des Zensus, sowie auch ganz viele andere Indikatoren. Ein großes Buch, wenn man das aufschlägt, sieht man auf Dorfebene jetzt zum Beispiel Ethnizität, wo jedes Dorf aufscheint. Und weiter konnten mit solchen Daten ganz spannende Fragen gestellt werden. Zum Beispiel links sehen Sie eine Armutsrate, das heißt, welcher Teil der Bevölkerung ist arm? Rot ist 60-70%, grün ist nicht mehr viel. Also viele Armutsraten hier in diesen Gebieten.
Und dann rechts in der Punktekarte sehen Sie, wo sitzen die armen Leute. Ganz viele arme Leute, die eigentlich erstaunlicherweise in diesen Gebieten sitzen, in absoluten Zahlen, wo die Rate am kleinsten ist. Und das hat diese ganz einfache Zahl hat für Aufruhr gesorgt. Denn alle Armutsprogramme in Laos gehen im Moment in arme Gebiete. Aber die Konsequenz ist eigentlich, dass die meisten armen Leute gar nicht dort sind, sondern außerhalb dieser Gebiete. Diese Information allein hat zu sehr vielen politischen Diskussionen geführt. Gut. Schön ein Buch, schön so große Karten, haben alle gesagt. Ihr habt es auch so groß gemacht, dass wir es nicht irgendwie in die Schublade tun können. Aber eigentlich haben wir mit solchen Informationen mehr Fragen, neue Fragen als Antworten. Und da kam natürlich die Anfrage nach Open Data zur Verfügung stellen dieser Daten. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Wir haben, ich würde sagen, diese Frage des Vertrauens, Transparenz zu schaffen in einem kommunistischen Land, das eigentlich höchst geheime Daten hat und Obskurität ein Teil der Lösung ist, war ein langer Prozess und ich würde sagen, etwa nach 5 Jahren konnten wir zum ersten Mal einen USB-Stick brauchen und diese öffentlich schalten. Und wir haben ein Projekt zusammen mit der DEZA der Schweiz geschaffen, das heißt Design Info, wo wir eigentlich diese Daten sichtbar machen auf Dorfebene, 72 Indikatoren, Armut und anderes. Zweitens ist es ein Online-GIS, wo also NGOs ihre eigenen Analysen machen können und sagen, ich suche alle Dörfer, wo hohe Armut ist und gleichzeitig Auswanderung besteht, von ethnischen Minoritäten zum Beispiel. Und drittens natürlich Download, ganz wichtig, sei es Karten, sei es der gesamte Datensatz, um eigentlich eigene weitere Analysen zu machen. Und ich hier kurz einzuhalten, ich finde es erstaunlich, dass wir eigentlich in diesem Land seit 5 Jahren eine Open Access Datenbank zur Verfügung stellen, wo eben auf Dorfebene all diese Indikatoren verfügbar sind. Und erstaunlich wird auch, dass die Regierung von Laos, dass die Welt noch nicht untergegangen ist und das Vertrauen ist gewachsen und ich glaube auch die Assets sind ganz deutlich erkannt worden. Gut. Ein kurzer Ausblick, was man so mit Daten machen kann, wenn sie dann da sind und auch für Forschende ist das natürlich spannend. Wir sehen zum Beispiel hier links wieder die Armutsdaten, jetzt in roten und blauen Punkten. Das sind Leute, die über in Rot oder unter der Armutsgrenze leben. Und rechts nochmal die Landschaften, die wir mittlerweile auch aufbereitet haben. Und zwar nach der Frage, wie ist die Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung? Das sind die 4 Kolonnen von keiner bis höchster Intensität. Und was ist der Zustand der Umwelt von gutem Zustand, die Reihen runter bis hochdegradiert? Das heißt, ein Rosarot ist ein guter Zustand, Umwelt in intensiver Landwirtschaft, während das hier zum Beispiel keine Nutzung ist bei gutem Zustand. Sie müssen das nicht im Detail begreifen, aber Sie sehen jetzt, wenn man online geht und selber in ein Dorf navigiert, wo man zum Beispiel arbeitet, wo es betroffen ist, dann sehen Sie zum Beispiel hier in Luang Prabang um die Stadt im Norden von Laos, eigentlich intensive landwirtschaftliche Nutzung, höchste Degradation der Umwelt, aber den Leuten scheint es gut zu gehen. Sie sehen die blauen Punkte. Oder wir gehen hierher, Brandrodung, Degradation der Umwelt und alle Leute sind arm. Das scheint die Regierung zu bestätigen. Also arme Leute degradieren die Umwelt, wir müssen intensivieren, dann geht es allen besser. Aber interessanterweise einen Sprung weiter, gleiches Umfeld, Degradation, durch Brandrodung, aber den Leuten scheint es plötzlich gut zu gehen. Und dann weiter, wiederum intensive Landwirtschaft, beste Umwelt und den Leuten geht es allen schlecht. Was will ich damit sagen? Es gibt nicht einfach die generellen Formeln für Entwicklung und die Bezüge zwischen Armut und Umwelt, sondern wir brauchen hoch aufgelöste Daten, denn Entwicklung ist eine kontextuelle Frage. Wir müssen reinzoomen und die lokalen Bedingungen verstehen und jedes Dorf braucht seine eigenen Daten. Das wäre eine weitere Anforderung. Und für uns war klar, die Daten alleine reichen nicht. Wir müssen auch schauen, was passiert, wie das von außen beeinflusst wird. Und dieses Bild, ebenfalls im Süden von Laos, zeigt das. Der Markstein hier zeigt, dass wir an der Grenze eines Schutzgebietes sind, das hier beginnt. Aber Sie sehen es nicht nach einem Urwald aus. Das ist eine Gummiplantage von einem vietnamesischen Investor, der eigentlich das Schutzgebiet platt gemacht hat und hier Monokultur betreibt für Gummianbau. Und damit will ich was symbolisieren mit diesem Bild.
Erstens, das Entscheide über nachhaltige Entwicklung nicht mehr nur lokal gefällt werden, sondern häufig globalisiert von weit entfernten Akteuren. Und zweitens, dass da Prozesse ablaufen, die wir schlicht nicht erfassen können. Da ist eine Geschwindigkeit der Entwicklung, wo wir nicht auf Statistiken warten können, denn die werden gar nicht erhoben. Das sind mehrere hundert Prozent Wachstumsraten. Und ich glaube, die effizienteste schweizerische Verwaltung wäre nicht in Lage, mit einem solchen Phänomen umzugehen. Also, was ist die Quelle der Daten? Und es ist klar, die Antwort muss hier sein, ein Dialog mit Wissensträgern, Stichwort Crowdsourcing. Das haben wir exerziert am Thema Landakquisitionen, Landgrabbing, das Stichwort ist gefallen. Zunächst einmal auf globaler Ebene. Zusammen mit anderen Forschungsinstitutionen haben wir versucht, alle Gerüchte um Landgrabbing systematisch zu erfassen, dann schrittweise zu verifizieren, die Daten zu triangulieren, mit der Idee, es eben als Open Data zur Verfügung zu stellen, Transparenz in diese Prozesse zu bringen. Wir werden heute Nachmittag in diesem Workshop mehr darüber hören können. Was heute steht, ist die Landmatrix, landmatrix.org, eine offene Plattform, die heute 1300 solche Land-Deals gesammelt hat, die insgesamt über 80 Millionen Hektar von gekauftem Land abdecken. Ich persönlich sage immer, es ist nicht das Inventar des gesamten Landgrabbings auf der Welt, aber es ist ein Sample, wie sagen wir, ein Ausschnitt, oder es ist groß genug, dass wir eigentlich wichtige Muster erkennen können, was passiert. Und einige dieser Muster sehen Sie hier. Zum Beispiel, wie ist die Schweiz vernetzt als Investitionsland mit den Ländern, wo sie Land kauft? Zum Beispiel Myanmar, zum Beispiel Vietnam, zum Beispiel hier Paraguay oder Mosambik, Tansania. Dort überall investiert die Schweiz. Und gleichzeitig sehen wir, dass die größten Investitionsländer eben USA sind, Malaysia, Singapur etc. Das sind Muster, die kommen. Und vielleicht das wichtigste Muster für uns ist, dass das Interesse an diesen Deals vor allem ist, Nahrungsmittel anzubauen, weil man den Markt nicht traut, weil man Angst hat vor Nahrungsmittelkrisen und politischen Krisen, dann aber auch Biotriebstoffe, Holz und Papier und weitere Investitionen. Das sind die Muster. Und viele Leute sagen natürlich, das sind die lang ersehnten Investitionen in diesen ländlichen Raum, für die Entwicklung zu beschleunigen. Aber andere sagen, nein, das führt zu Umweltschäden, zu Menschenrechtsvergehen. Und dem wollten wir weiter auf den Grund gehen und haben diese Daten genommen, die georeferenzierten Daten, und haben sie mit global verfügbaren Daten überlagert. Und haben zum Beispiel, hier sehen Sie einen solchen Deal in Afrika, dann gerechnet, wohin gehen Sie? Gehen Sie wirklich in dieses ungenutzte Land, das man endlich entwickeln sollte? Aber wir haben gesehen, das ist nicht so. Etwa ein Drittel dieser Deals findet statt in bestem Ackerland, wo mehr als 80 bis 100 Leute pro Quadratkilometer leben und sehr gut erschlossen sind. Ein zweiter Drittel, der geht dann in Primärwald, führt also zu Rodung, Entwaldung, eine andere Konkurrenz, und der dritte Drittel ist dann effektiv mehr in Weideland. Aber das sind Hypothesen der Konkurrenz. Und wie es eigentlich zum Konflikt kommt, ist eigentlich eine weitere Frage. Haben wir gemerkt, nur Daten übereinander legen, mit dem haben wir noch keine richtigen Antworten, was es wirklich heißt. Und deshalb haben wir gemerkt, wir müssen eigentlich verstehen, welche Akteure bei solchen Interventionen beteiligt sind, wie die miteinander umgehen. Und Sie sehen hier Bilder von Kambodscha, wo die größten Menschenrechtsvergehen bezüglich Landgrabbing auch passiert sind. Und eine Analyse von Global Witness hat gezeigt, dass diese zwei Deals eigentlich über verschiedene Stationen am Schluss mit Investitionen verbunden sind, die einerseits von der Weltbank kommen, andererseits von der Deutschen Bank. Und nur diese Vernetzung von Akteuren hat es möglich gemacht, dass dieselben NGOs letztlich bei der Deutschen Bank vorstellig geworden sind und haben gesagt, euer Geld führt zu Menschenrechtsvergehen. Und erst hier wurde da, als der Geldhahn abgedreht wurde, hat es dann zu Veränderungen geführt. Eine sehr spannende Sache, also die globalisierenden Akteurnetzwerke zu begreifen und zu verstehen, wo sind die Schrauben im System, wo sind die neuen Hebel, die wir eben auch durch die ICT-Möglichkeiten erhalten. Deshalb das Letzte, was ich vorstellen möchte und das heute Nachmittag intensiv im Workshop präsentiert wird, ist dieses Land Observatory, eine Plattform, wo wir gesagt haben, wir müssen besser verstehen, wer macht eigentlich was und wo.
Diese Beziehung ist zunehmend komplex und zunehmend unverständlich. Und es gibt nicht nur einen Akteur, der etwas investiert in einem Dorf, sondern es sind eben Netzwerke von Akteuren über verschiedene Aktivitäten in verschiedenen Orten. Und das hat zu dieser Crowdsourced Land Observatory Plattform geführt, die ich nicht erörtern möchte, aber die die Möglichkeit gibt, eben anzuschauen, an einem gewissen Ort, was geschieht, wer ist beteiligt, wer hat Anspruch auf meine Entwicklung, wer redet mit. Oder umgekehrt, wenn wir eben die Deutsche Bank nehmen und sagen, du Deutsche Bank, wo bist du eigentlich überhaupt aktiv? Wo hast du einen Einfluss auf welche Entwicklung? Was eine der wichtigsten Lehren war, diese Plattform, dass wir eigentlich eine technische Innovation, wie diese hier, nur funktionieren kann, wenn wir sie gleichzeitig synchronisieren mit politischen Prozessen der Entscheidungsfindung, der Aufnahme von Informationen und andererseits auch des Sammelns von Wissen. Und ich glaube, diese Synchronisation ist eine große Herausforderung. Wir können technisch rasch tolle Lösungen finden, aber wenn wir nicht selber als Täter involviert sind, mit diesen Leuten mitarbeiten, Vertrauen aufbauen, versuchen zu verstehen, was die politischen Prozesse und Opportunitäten sind, dann kann auch die technische sophisticated Innovation, muss sie einfach scheitern. Gut, damit komme ich zu den Schlussfolgerungen. Und eben die Schlussfolgerungen aus dieser Story, aus diesen Erfahrungen, die wir über die Jahre hinaus gemacht haben, ich habe sie bereits angetönt. Das Erste, wie müssen wir Daten transferieren? Wir müssen sie zuerst grundsätzlich verfügbar machen. Verfügbarkeit, existieren sie überhaupt, ist natürlich eine Frage. Aber es ist auch eine Frage der räumlichen Skalenverfügbarkeit, der Zeitverfügbarkeit. Wir haben gesehen, gewisse Daten können nicht verfügbar sein, weil die Prozesse zu schnell sind. Und wir haben tolle Daten auf nationaler Ebene, aber sie sagen uns nichts aus für lokale Prozesse. Und drittens die Kompatibilität. Die Daten passen zum Teil nicht zueinander. Ein großes Problem. Zweiter Punkt, accessible, Zugang zu den Daten. Wissen ist Macht, ich muss das Ihnen nicht sagen, aber diese Macht abzugeben und Daten zu teilen, für das braucht es ganz starke Incentives, auch für eine Regierung und so weiter. Digital Divide als Stichwort und Daten für wen? Wir haben natürlich auch, ich habe es mitgekriegt, noch eine halbe Minute. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir die besten Daten zur Verfügung stellen, dann ist das nicht unbedingt eine Ermächtigung der Schwächsten, sondern unter Umständen haben die Stärksten, das heißt die Investoren, als erstes Zugang zu diesen Daten und können sie zu ihrem Vorteil nutzen. Letztes Stichwort, adäquate Daten produzieren, keine technische ohne soziale Innovation. Dann die Frage der Qualität, der Richtigkeit. Wir müssen sie überprüfen. Wenn wir nicht nur als Wissenschaftler, aber als Vertreter des Wissens glaubwürdig sein wollen, dann können wir es uns nicht leisten, zum Beispiel ein Bashing mit Informations zu verwechseln. Eben und damit das letzte, Fakten versus Werte. Das war mein Überblick und deshalb nochmal, ich glaube, wir müssen zuerst fragen, für was, weshalb produzieren wir Daten? Daraus folgen, wie müssen diese Daten geschaffen sein? Und erst dann sind wir eigentlich beantwortet, dass Open Data wirklich das richtige Instrument ist und dementsprechend eben Transparenz, Effizienz und Innovation bietet. Damit bin ich am Schluss und habe noch ein kleines PS, dass nämlich natürlich Daten noch lange nicht Wissen sind und Wissen noch lange nicht Handeln ist, wie dieses Bild so schön zeigt. Aber ich denke, das ist eine andere Geschichte und ich hoffe, sie findet auch Platz in den Diskussionen an dieser Konferenz.